Leistungsmonitor, die schönen Indikatoren. Wer benutzt einen Leistungsmonitor regelmäßig? Also nach meinen Sessions haben die Leute meistens so Oberarme nachher als normale. Also, gibt ein paar wenige Leute. Es ist ein bisschen das Miststück von Windows, sage ich jetzt mal, die ganze Leistungsüberwachung. Ist sehr detailliert möglich, aber man muss ein bisschen Wissen mitbringen, um das auch interpretieren zu können. Neu heißt nicht nur Leistungsverwaltung, sondern auch Zuverlässigkeitsverwaltung und Überwachung. Und das schauen wir uns doch ein bisschen genauer an, was denn die Zuverlässigkeit genau ausmacht eines Systems. Wir werden merken, dass ein User, den man auch am L vorne anhängen kann, Loser, nicht mehr vorgaukeln kann, so nach dem Motto, was hast du als letztes gemacht? Nichts. Das ist Standardverhalten von irgendwelchen Usern, das können Sie nicht mehr, das ist vorbei. Okay, beginnen wir mal mit der Datenträgerverwaltung. Breaking News zu diesem Thema. Zum einen können wir Volumes, Partitionen, neu auch verkleinern. Ist das vergrößert? Schon mehr gewusst? Wir haben praktisch ein Partition Magic Lite-Version integriert in Windows Vista. Das heißt, Verkleinerung möglich, und zwar inklusive dem System Volume. Das war früher auch nicht der Fall. Wir können das auch auf Basic Disks vollziehen und nicht nur auf Dynamic Disks. Das war immer das schöne Übel, man musste erst konvertieren in Dynamic Disk, dynamische Festplatten, damit man überhaupt irgendwas noch machen konnte. Auch die ganzen Software-Guidelines, das ist übrigens immer noch so, aber immerhin Vergrößerung, Verkleinerung, auch auf Basic Disks. Wir haben die Möglichkeit, einen Datenträger in das GPT-Format zu konvertieren. Das ist die GUID Partition Table. Die GUID Partition Table ermöglicht es uns, sehr, sehr große Partitionen und sehr, sehr große Festplatten mit mehreren Terabytes unterstützen zu können. Erstellung eines Volumes können wir jetzt direkt im Kontextmenü auswählen, ob wir eine normale Partition, also sprich ein Volume, oder eben ein Software-Write generieren möchten. Das geht jetzt alles direkt im Kontextmenü, anstatt immer den Assistenten starten zu müssen. Vielleicht auch das GPT-Format. Konvertierung möglich? Ja. Wann ist es möglich? Wenn man alle Partitionen vorgängig gelöscht hat auf einer Festplatte. Also nur mit vorgängiger Löschung der Partitionen möglich sein Konvertierung. Hier ein Screenshot von der Verkleinerung einer bestehenden Partition. Funktioniert alles eigentlich wunderbar. Hat einen kleinen Haken. Wenn ihr eine Auslagerungsdatei habt oder irgendwie ein Hibernate-File für den Ruhezustand des Rechners, könnte es sein, dass es irgendwann in einem hinteren Sektor geschrieben ist auf der Festplatte, auf der Partition. Wenn das besetzt ist dort, kann sie von dort an nicht verkleinert werden. Also der Speicherplatz, der zur Verkleinerung angegeben wird, maximal, muss nicht immer gleich der wirklich verfügbare Speicherplatz sein von der Partition. Das könnte also auch ein bisschen eingeschränkt sein. Unter Umständen halt dann die Auslagerungsdatei löschen kurzfristig oder auslagern auf eine andere Partition. Und andere Dateien, die vielleicht den Festplattenplatz blockieren, auch noch kurz löschen. Bereitstellung ist nichts wirklich Neues, aber die wenigsten kennen das Feature, was es natürlich unter Vista auch wieder gibt. Es gibt andere Betriebssysteme, die was mit Pinguinen zu tun haben, die das eigentlich schon ziemlich lange können, nämlich auf gut Deutsch, auf gut Englisch, Mounting. Wir können beliebige Partitionen, sowie auch CD-ROM-Laufwerke, als NTFS-Ordner bereitstellen in einer anderen NTFS-formatierten Partition. Schon mal gemacht? Ja. Wer weiß das schon, dass das geht? Das ist schön. Gut. Okay. Also schon seit XP möglich grundsätzlich. 2000 was eigentlich auch schon unterstützt im eigentlichen Sinne. Zielordner muss NTFS-formatierte Partition sein und ist auch möglich, das Ganze über ein CD-ROM zu machen. Vielleicht ganz kurz hier. Da liegt diese Sache. Kabel, ich liebe Kabel. Wo ist die Maus? Oben links wäre sie. Ich glaube, das Vista hat den Geist aufgegeben. Aber wir haben noch einen Ersatz-Vista. Gut. Computerverwaltung. Wer sich da nervt über diese schönen Fortsetzungsmeldungen, der soll doch bitte die Security Session von morgen besuchen unter Vista Media. Da werde ich darüber berichten. Gut, wir haben die Datenträgerverwaltung. Wenn da die Festplatteninformation dann irgendwann mal eingelesen ist. Dann
Strom, Laufwerk, DVD, beste Maustaste, Laufwerksbuchstaben und Pfade ändern. Und haben hier die Möglichkeit hinzuzufügen, einen NFS-Ordner durchsuchen. Sagt dann nach dem Laufwerk C, bitte bereitstellen einen neuen Ordner. Dann nehmen wir mal Laufwerk D. Okay. Naja, das ist auch nicht alles. Haben wir auf dem Laufwerk C einen Laufwerk D Ordner und dann Zugriff auf den Inhalt von DVD. Das ist eine schöne Sache, kann man sich einen CD-ROM-Tower bauen, was man da eigentlich gerne möchte, den übergeordneten Ordner freigeben, also alle Möglichkeiten da drin. Was besonders schön ist, ist, dass man ein Laufwerk, eine Partition auch freigeben kann, bereitstellen kann, auf der Partition, die den Buchstaben schon so trägt. Das heißt, das Laufwerk D kann man freigeben einem Ordner im Laufwerk D. Das ist ganz cool. Also nicht eine Multiplikation von irgendeinem Speicherplatz, aber es sieht noch schön aus. So eine Intro-Verbauung. Müssen wir mal ausprobieren. So ein Nonsens, die Welt nicht braucht. Gut. Hier noch das Screenshot dazu, was man nachvollziehen möchte. Windows-Sicherung. So nach Demo, vorbei. Danke, bestellt. Haben wir schon eine Diskette gefunden, die du schon zweimal besucht hast. Das ist der Grund, dass es keine Diskettenlaufwerke mehr gibt. So. Die Datensicherung und der Liste wurde komplett überarbeitet. Das gute alte Enterwerker.exe gibt es nicht mehr. Viele wird es freuen. Genau. Gut, Microsoft hat eingesehen, wir müssen ein Tool erstellen, welches den Benutzern eigentlich das Leben ziemlich einfach macht, dass sie ziemlich einfach ein Backup erstellen können, weil wer erstellt schon gerne Backups? Und haben das Ganze so vereinfacht, dass wir zum Beispiel nicht mehr auswählen können, welche Ordner wir sichern möchten. Nicht mehr möglich. Wir können auch sagen, welche Dateityp tun, aber nicht mehr, wo die liegen. Da kommen wir nachher drauf zu sprechen. Mit Sicherungen habe ich in so meiner Beratungslaufbahn ziemlich vieles erleben dürfen. Ich kenne da Firmen, die haben zum Beispiel am 1. des Monats ein Full Backup gemacht, die restlichen Tage des Monats einfach ein Incremental Backup, und zwar bis Monatsende. Da wurde ein Ordner gelöscht, in welchem jeden Tag Dateien zugefügt und geändert wurden. Am 27. des Monats komplett Absturzordner gelöscht, Flaum wird gerufen, was macht er? 27 Bänder einlegen, Dat, Laufwerk, wunderschön vorspulen, Index anschauen, Dateien auswählen, war super, war traumhaft. Ich habe auch schon Firmen erlebt, die haben 5 Jahre lang erfolgreich, laut Backup-Programm, nicht Microsoft übrigens, eine andere renommierte Firma, die ich jetzt nicht nennen möchte, 5 Jahre lang erfolgreich auf Bandlaufwerk gesichert, hatten einen Komplettabsturz, wollten das Ganze wieder herstellen und haben dann festgestellt, dass sie 5 Jahre lang erfolgreich auf einen Reinigungsband gesichert haben. Das Wechseln, sonst käme es ja raus. Haben Sie schon gewundert, wieso die Bänder so teuer sind? Aber es gibt nichts, was es nicht gibt. Naja, eben, und diesen Losern müssen wir doch das Ganze ein bisschen vereinfachen. Und das ganze Backup-Tool unter Vista ist wirklich für Anwender gedacht, vor allem Heimanwender. In der Firma, für die Server, sollten wir dann vielleicht noch überlegen, ein erwachsenes Tool, Anführungszeichen, einzukaufen. Und weil man ja unbedingt eigentlich zugestehen sollte, dass das Enter-Backup-Excel für den Server nicht mal so schlecht war bei der letzten Version bei 2003, nach bei Windows 2000. Für eine KM-Umgebung hat es eigentlich in der Regel gereicht. Das ist okay. Gut. Falls ihr Backup macht, was ich hoffe, BKF-Files habt von vor Windows Vista, gibt es von Microsoft einen Enter-Backup-Reader. Den könnt ihr downloaden bei Microsoft auf der Website und könnt so alte BKF-Dateien wiederherstellen auf dem System. Also die Versionierung ist gegeben. Grundsätzlich hat man die ganze Datensicherung auf 3 wesentliche Punkte reduziert, um wirklich die Gehirnzellen nicht zu überfordern von den Benutzern. Zum einen mal, wohin möchtest du sichern? Zum zweiten,
welche Art von Datei möchtest du sichern? Also er muss nicht mal sagen, wo sie liegen, sondern muss nur sagen, ich möchte gerne Dokumente, Bilder, Videos, Firmenfonds sichern. Und wann soll gesichert werden? Ein Zeitplan. Das kann definieren, wöchentlich, um diese Zeit, in diesem Tag, geht die Sicherung statt. Inkrementell natürlich. Zwei Varianten der Sicherung sind vorhanden. Zum einen haben wir die normale Dateisicherung, das heißt Datendateien, ein UNWAD, aber das gibt es halt. Also keine Programme und kein Betriebssystem. Und wir haben die Complete PC-Sicherung. Das Schöne bei der Complete PC-Sicherung, sie ist erst ab Home Premium mit dabei. Bei Home Basic habt ihr nur die Dateisicherung, mehr nicht. Das heißt, viele Leute, die den, was auch immer, HP kaufen, Home Basic dabei haben, werden ziemlich schnell ein Feature brauchen, nämlich das Anytime Upgrade Feature. Kreditkartennummer eingeben, Upgrade auf Home Premium. So jetzt auch schon. Und wenn Ultimate zu wenig verkauft wird, werden da Ultimate Extras nachgeheizt, irgendwelche alte Arcade-Spiele wahrscheinlich, die so ein bisschen aufmöbeln, und so geht es dann plötzlich mal hoch bis auf Ultimate. Das ist die bittere Wahrheit. Man sieht, ich bin kein Microsoft-Speaker. Gut, so sieht das Sicherungsprogramm aus, also auch grafisch. Ziemlich schön überarbeitet. Möglichkeiten, Dateien zu sichern, also Datendateien zu sichern, Datendateien wiederherzustellen und die Complete PC-Sicherung für das komplette System, inklusive allen Daten, die drauf sind. Gut. Complete PC-Sicherung zum ersten Mal. Die Wiederherstellungspunkte gibt es immer noch, separat. Die macht es automatisch. Nein, ich meine, im Fall, wo man eine komplette Datenflut auf PC hat, ist auch gleich, wer holt das PC weg? Gute Frage. Machen wir live. Machen wir live. Ich habe für das extra, und es ist so lieb von Microsoft, eine persönliche Ultimate Edition bekommen. Nicht schön? Hä? Immer die blöden MSDN-DVDs. Jetzt habe ich die schöne Packung, so richtig. Könnte von Apple sein, ne? Gut, werden wir uns doch noch auf die rabiate Art und Weise anschauen. Dann werden wir hart diskillen heute. Gut, also alle Dateien werden gesichert mit Complete PC. Es ist sehr performant. Pro Minute sind da bis zu mehrere Gigabyte möglich, wenn die Hardware entsprechend mitspielt vom Speed her. Das sind keine Laborbedingungen, das sind wirklich normale Bedingungen. Ich habe jetzt in meinem Rechner da eine ziemlich langsame Harddisk drin. Und naja, ich denke nicht, dass wir da sehr schnell sein werden, aber 7 Minuten habe ich gestoppt, sollte das Backup dauern. Complete PC von einer Vista. Wie viel Speicherplatz braucht Vista nach der Installation? Alleine auf der Harddisk? Ungefähr. 8 GB. Genau. Plus minus 8 GB. Schöne ist, wenn ihr Home Basic installiert, sind es auch 8 GB. Alles drauf. Alles Babys drauf, ihr könnt es einfach nicht brauchen. Gut, natürlich kann ein Complete PC Backup nur ein Administrator ausführen oder erstellen. Ist natürlich eine Sicherung aller Daten auf einem System, mehrerer Benutzer vielleicht im Heimanwenderbereich. Und das Zielformat ist das Coolste am Ganzen. Das Zielformat, das Sicherungsformat ist eine Virtual Hard Disk. VHD. Virtual PC VMware lesbar. Das heißt, ihr könnt das Backup-File anhängen an einen bestehenden Virtual PC-Computer als zweite Harddisk und könnt darauf zugreifen und Dateien einfach via Drag and Drop herausziehen, wenn ihr einzelne Dateien benötigen würdet. Das ist cool. Startfähig? Leider nein. Also nichts von wegen Physical to Virtual, P2V, nicht möglich. Ich habe es auch probiert mit der Starttemperatur, geht leider nicht, aber da gibt es sicher einen Workaround. Gut. Sicherungsziel, ein interner oder externer Datenträger, respektive eine DVD. Bringt also direkt DVD. CD, nicht möglich. Vielleicht noch vernünftig. Legen Sie bitte die CD-Nummer 42 ein. Kommt man sich vor bei der Installation von Windows 95 ab Diskette. Gut. Und für dies eine kleine Showtime von der Sicherung selbst. Ich muss mal schauen, ob der aufgewacht ist, dieser Computer hier. Die Maus steht immer noch am gleichen Ort. Naja, da gibt es einen schönen Knopf. Hat lange durchgehalten.
will. Man muss dazu sagen, dass dein uralter Rechner ein Optiplex 2,26 GHz aus Dauer hat, Vista drauf läuft, ist doch ein Wunder. Vista braucht den noch, da habe ich noch viele Ressourcen, die man immer sagt. Wahrscheinlich notwendig. Wo ist der denn? Jetzt habe ich fokussiert. So ist der ideale Zeitpunkt, um nachzuschenken. Maus ist da, übrigens, ganz großes Feature von Vista, Mauszeiger wurde verkürzt. 2 Pixel weniger lang als der 2000 Liste. Gesehen? Hammer Feature. Willkommen, was immer. Gut. Sicherung. Startmenü ist neu, hammermäßig, wir haben es umgestellt auf die klassische Ansicht. Ein paar wenige, danke. Bei XP 2003, erste Handlung von mir, klassische Ansicht, das ist unbedingt. Vista, muss ich sagen, passt. Ich vermisse das Eingabefeld unten, um leichter tippen zu können. Wenn ich wieder mal auf einer XP-Maschine sitze oder 2003er Maschine, also ich bin da ein bisschen ein Groupie von dieser direkten Zugeingabe. Gut, Complete PC Backup. Sicherung jetzt erstellen. Fortsetzen, habe dann eine externe Harddisk angehängt. Diejenige, die ich damals zum Test verwendet habe, hat den Geist aufgegeben. So, USB entsprechend erkannt. Wie gesagt, Möglichkeit auf Festplatte oder DVD zu sichern. Netzlaufwerk nicht, weil es werden zu große Datenmengen. Haben Sie das eingeschränkt auf nur DVD? Gut, Lazy, gut. Sicherung starten, das war's schon. Schwierig? Gut, und das geht jetzt ungefähr 7 Minuten. Und da schauen wir jetzt unbedingt noch den Balken zu, ein bisschen 7 Minuten lang. Gut, wir kommen darauf zurück. Recovery! Mal theoretisch werden es nachher auch noch praktisch. Ich habe es verstanden, das war. Auf Netzwerklaufwerk kann man nicht ein Satz vor. Nee, Complete PC Backup auf Netzlaufwerk nicht möglich. Nee. Machen wir das irgendwie mit USB-Namen verarscht und so weiter? Nee, geht nicht. Man kann nur Dropdown auswählen und kann gar nichts eingeben. Man könnte höchstens dann den Inhalt von der externen Harddisk rüberkopieren auf Netzlaufwerk. Ja. Complete PC Backup wiederherstellen. Man startet mit der Vista CD respektive DVD. Es gibt auch eine CD-Version von Vista. Wie viel CD hat die? 4. 4, gut, genau. Startet mit Vista DVD. Oder andere Variante ist, bei Systemen, die man einkauft, LAP und Co., ist die Möglichkeit vorhanden, dass man OEM-mäßig ein Windows RE vorinstalliert. Das war wirklich wie der Herstellungskonsole früher, jetzt auf Windows Vista. Mit F8 kann man das dann auswählen, wie der abgesicherte Modus auch auswählbar ist und könnte dann in eine Windows PE Pre-Installation Environment Recovery Environment Umgebung starten. Könnte da dann entsprechend die Computerreparaturoptionen auswählen, die auf DVD startet auch und dann die Wiederherstellung starten. Sehen wir auch noch live. Wenn's nicht klappt. Gut. Hier nochmals das Screenshot dazu. Ganz groß jetzt installieren. Computerreparatur gibt es ja fast nie, ja, und ganz klein Computerreparaturoption. Wenn man den Link anklickt, kommt man entsprechend auf diese Maske, die OEM-Farben auch vervollständigen können mit eigenen Tools. Und da gibt es zum einen auch die Windows Complete PC Wiederherstellungsmöglichkeiten. Zweite Sache, die man da machen kann, ist natürlich die Dateisicherung selbst, also Sicherung von Datendateien. Datendateien für Bilder, Musik, Dokumente etc. gedacht. Das heißt, ich wähle nicht, wo sind die Dateien, sondern ich wähle, was für Dateien möchte ich sichern. Und er findet selbst, wo die liegen. Gezielte Auswahl dementsprechend nicht mehr möglich. Sicherungsziel ist Festplatte, CD ist auch möglich, direkt brennbar, weil es weniger Daten sind, eine DVD oder eben auch hier der Netzwerkport, weil es weniger Datenmengen sind als beim Computer. Sicherungsformat ist nicht mal WKF, sondern ist das ZIP-File. ZIP-Files konnte man vor 20 Jahren schon lesen. ZIP-Files wird man auch in 20 Jahren noch lesen können. Ich habe gerade vor 2 Wochen das erste Mal WinZip gekauft. Ich
Ich bin stolz auf mich. Aber die neue Version quält zu fest mit dieser Scherbermeldung. Gut. Sicherung gespeichert, die Auswahl, wohin soll es gehen? Dann, welche Dokumente, welche Datendateien sollen gesichert werden mit dieser Kategorienauswahl? TV-Sendungen, wenn man TV-Sendungen aufzeichnet, wird in einer Frau entgegenkommen, deren Serie und so. Aber die sichern möchte, weiß ich nicht. Was da alles aufsteht, ist das Feature zusätzliche Dateien. Das klingt doch für den Administrator, für den Geek so, hey, da kannst du selbst noch auswählen, was du zusätzlich sichern möchtest. Wenn man mit der Maus über diesen Punkt drüber fährt, dann erscheint hier dieser Spruch, nicht möglich, werden niemals gesichert. Super. So kann man es anhaken, keine Ahnung. Also lasst euch nicht so fest irritieren. Es gibt nur noch etwas, was bei Microsoft besser ist als diese Option. Wer verwaltet von euch Active Directory? Wer von euch war schon im Tool Active Directory Standorte und Dienste? Wer von euch musste da drin schon mal einen Domain-Controller, den es nicht mehr gibt, löschen? Wieso? Hat jemand von euch mal den Assistenten angeschaut bei den NTDS-Settings löschen? Drei Punkte zur Auswahl. Der erste Punkt ist irgendwie, was war das? Ich möchte ja nur replizieren, ich möchte ja gar nicht löschen. Also ich sage rechte Maustaste, löschen. Dann kommt, möchtest du replizieren? Dann klicke ich an, ich möchte replizieren. Dann steht, dann musst du nicht löschen. Entschuldigung. Die zweite Option ist ungefähr genauso Nonsens wie die erste. Und die dritte Option sagt dann, okay, dann geht es wirklich nicht mehr, löschen doch bitte. Naja, schaut es euch mal an. Ist lustig. Okay, dann Dateiensicherung, dann wöchentlich Intervall, Tag und Zeit. Und so sieht es dann aus, wenn gesichert wurde. ZIP-Dateien, Backup-Files. Ihr müsst nicht wissen, welche Dateien sind, welche ZIP-File drin. Die sind einfach 200 MB groß, dann macht er Stückelungen. Ihr müsst das Ganze ganz einfach über die Wiederherstellung wieder recovern. Und da drin gibt es einen Assistenten, der weiß ganz genau, welchen ZIP-File ist, welche Datei. Also wenn er die Auswählendatei zum Wiederherstellung, dann wird das automatisch im Katalog, der aufgespeichert ist, nachgeschaut und gefunden. Das ist nur Notfall. So in 100 Jahren Harddisk verstaubt und der Erde gefunden möchte wiederherstellen, WinZIP-Version 123 vornehmen und weg mit dem Zeug. Gut. Wiederherstellungspunkte, Schattenkopien. Wiederherstellung. Grundsätzlich, Wiederherstellungspunkte sind vorhanden, wie bei XPA schon. Wer konnte seinen Computer schon mal retten in Bezug auf Wiederherstellungspunkte? Nein, ich gebe es nicht zu. Gut. Wiederherstellungspunkte werden erstellt, wenn ein Treiber, eine Applikation installiert wird oder auch wenn ich manuell einen erstelle. Das war bei XP auch schon so. Der Hintergrund ist ein bisschen neu. Es geht jetzt nicht mehr über Dateifilter. Das Ganze geht jetzt über die ganzen Schattenkopien, welche unter Vista auch möglich sind zu erstellen. Also die Art und Weise ist anders im Hintergrund, dass man ein bisschen besser seine Dateien zusammenraffen kann vor der Installation eines Treibers. Aber ansonsten, die Funktionalität ist genau dieselbe, wie sie früher schon war. Der Herstellungspunkt ermöglicht also eine Wiederherstellung des Systems auf einen bestimmten Zeitpunkt, Datum und Zeit, bei welchen das System vielleicht noch sehr gut lauffähig ist. Bei der Software-Treiber-Installation wird erstellt, wie schon erwähnt, so sieht die Einstellung dazu aus. Es heißt einfach nicht mehr Systemwiederherstellung, es heißt jetzt neu Computerschutz. Cool, Feature. Ihr könnt sagen, für welche Partitionen soll diese Wiederherstellung aktiviert sein. Und wichtig ist zu wissen, diese Wiederherstellungspunkte, und diese Konfiguration der Herstellungspunkte gilt gleichzeitig auch für Schattenkopien. Das heißt, wenn ihr auf alte Versionen, vorherige Versionen von Dateien zugreifen möchtet, dann müsst ihr, wenn die Daten alle auf dem Laufwerk E gespeichert sind, hoffentlich das Laufwerk E auch auswählen. Sonst geht es nicht. Schattenkopien werden nicht nach einem Zeitplan erstellt, sondern einfach einmal täglich und eben im Rahmen mit dem System der Herstellungspunkte. Wenn ein Treiber installiert wird, wird auch eine Schattenkopie entsprechend erstellt werden.
En wie dat hij, alles wat hij nu beschrijft, löscht, oder wenn man ganz Ordner löscht, könnte den wiederherstellen mit dem Feature Schatten. Hier noch die Wiederherstellungspunkte in der Liste, das heißt, wir können im Live-Betrieb mit einem Reboot nach getaner Arbeit ein System wiederherstellen, auf den entsprechenden Punkt. Das geht also über Normalbetrieb, es geht über den abgesicherten Modus, wie es früher auch schon möglich war. Und neu dazugekommen ist die Möglichkeit, in der Computerreparaturoption mit Windows Vista DVD Start, respektive Windows RE Umgebung. Auch da besteht die Möglichkeit, Wiederherstellungspunkte zurückzuholen. Ich glaube, mit diesen Reparaturfunktionen, mit F8 oder auf DVD, trauen wir der guten alten Wiederherstellungskonsole nicht mehr nach. Wer hat die viel gebraucht, die Wiederherstellungskonsole? Ja, ein paar wenige, war schon nicht schlecht, aber grafisch ist doch besser. Sonst könnte man Linux einsetzen. Shadow Copies. Also wir haben bei Vista einen eigenen Server mit dabei. Also nicht nur, dass der kleinseitig auf einem Server vorherige Versionen wiederherstellen könnte. Nein, wir haben das bei Vista voll und ganz integriert. Das Lustige im Ganzen ist, ich meine, in einer Firmenumgebung, wo werden Dateien abgelegt? Auf dem File-Server. Gut. Werden sie lokal abgelegt, auf einem Client? Hoffentlich nicht. Weil wenn der Mauszeiger gewählt wird, dann gehe ich hin und mache das Ding flach. Aber ich frage nicht nach, hast du noch Dateien zu sichern? Nö. Neu installieren, fertig. Das heißt, Dateiablage ist auf dem Server. Ein Homeoffice, Heimanwenderbereich, wo werden die Daten abgelegt? Meistens lokal auf der Wartungsplatz. Wer benötigt das Feature Shadow Copy System noch mehr auf der Client-Seite? Ein Heimanwender. Im Home Basic und Home Premium ist das Feature nicht enthalten. Business Enterprise Ultimate Edition. Ein Grund mehr auf Ultimate zu gehen. Gut. Wir können also ältere Versionen von Dateien, ganzen Orten etc. wiederherstellen. Das Ganze ist auch sehr schön und sehr gut. Wir haben hier die Option nochmals von den Herstellungspunkten. Gleicher Ort auch für die ganze Wiederherstellung von Shuttle-Kopien. Dateieigenschaften, vorherige Version Registerkarte anklicken. Nach einer Zeit werden da alle alten Shuttle-Kopien angezeigt, von einer auswählen und dann Wiederherstellen klicken. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine PowerPoint-Präsentation gemacht habe, ein bisschen kürze, auf Speichern gehe, die Originalversion überschreibe, dann Wiederherstellung mache, dann habe ich ja das Problem, dass meine einzige Version, die ich habe, schon wieder überschrieben wurde, oder wenn ich beide Versionen haben möchte. Ziemlich uncool. Das heißt, dann habe ich die Möglichkeit, kopieren zu wählen, was ja eigentlich speichern unter heißen sollte. Das heißt, ich kann dann zwei Versionen ablegen, die jetzt existiert, plus die alte Version und einen neuen Namen. Öffnen hat früher Anzeige geheißen, da kann ich mal das Ding anschauen, wie hat die letzte Version ausgesehen. Und besonders schön ist das, wenn man das macht für einen Ordner, wenn man einen ganzen Ordner gelöscht hat, sieht man da den Ordner, Desktop von heute, 19. November, steht nicht mal ganz, vor 20 Minuten. Für den Namen ist es Tor, für uns, für Geeks, kein Problem, handelbar. Ein Loser, Entschuldigung, Dateilaufwerk, Datenablage, Datei gelöscht, eigene Datei gelöscht, möchte wieder herstellen. Er geht rein, Ordner, rechte Maustaste, vorige Version, klickt den Ordner an, klickt vielleicht sogar auf Wiederherstellen und stellt so den ganzen Ordner wieder her. Überschreibt alle Dateien von den Kollegen. Toll, super. Das heißt, diese Wiederherstellung von Schattenkopien ist für mich in einer Firmenumgebung ein Feature, das mindestens den First-Level-Support vorbehalten sein sollte. Und nicht im Engel. Dann kann vielleicht mit einer Datei umgehen, aber nicht mit ganzen Ordner wiederherstellen. Unschön. Gut. Schattenkopien, denke. Können wir kurz anschauen. Und zwar, wenn man vielleicht noch ein kleines Flaschen ist, abgeschlossen. Hm. Hier. Also ich mache mal auf dem Desktop ein schönes neues Textdokument. Aber wenn. Speichern. Einen Klick weiter entfernt. Gut,
mache jetzt einen Herstellungspunkt und gleichzeitig auch eine Schattenkopie entsprechend. Das Schöne war ja auch bei den Serverversionen von Schattenkopien, man musste über die Freigabe darauf zugreifen, damit man die Registerkarte überhaupt gesehen hat, vorherige Version. Man musste den Client installieren auf Windows XP und 2000, war auch ein bisschen mühsam. Jetzt geht das Ganze auch lokal, das heißt, egal, ich Datei jetzt wieder erneut ändere und nicht Hallo Welt, sondern Hallo Geek schreibe. Das nochmals speichere hier. Eigenschaften, Vorgängerversion, geht eine Sekunde und hier sehen wir, eine Version von 1434 ist vorhanden. Öffnen, da ist es Hallo Welt. Cool. Und da ist es. Senderung, kein Domänenbetrieb, nichts. Einfach Ultimate Edition. Aber es ist ja nichts anderes. Okay. So, wir machen eine Live-Schaltung. Does everybody know what time it is? Fahren wir das System mal runter. He? Übrigens, dieser Herunterfahrtwerten hier ist nicht irgendwie krank geworden, also weil es so Ockerfarben ist, nicht rot. Sondern die Geschichte ist, wenn das BIOS entsprechend das unterstützt, fährt der Computer nicht mehr runter, sondern geht in Standby-Betrieb. Cool, oder? Das heißt, am Morgen komme ich zurück, Applikationen sind vielleicht noch offen, schalte einen eigenen Computer, kommt gleich Anmeldemaske, Applikationen sind da. Toll. Es gibt Literatur, Zeitschriften der Schweiz, die über Vista berichtet haben. Feature Nummer 1, Internet Explorer 7.0. Feature Nummer 2, Windows Defender. Feature Nummer 3, Startbutton ist scheiße. Erstens mal, Internet Explorer 7.0 hat schon gegeben, oder gibt schon für XP. Windows Defender, Ditto. Und das Ding ist doof, weil, Zitat, Stromausfall in der Nacht. Leute haben das Dokument offen gelassen, haben nur gesagt Standby mit dem Druck auf diesen Button. Stromausfall in der Nacht, alle Daten weg. Stimmt nicht. Microsoft hat daran gedacht. Er macht gleichzeitig auch ein Hibernate-File. Ruhezustand. Das heißt, wenn kein Stromausfall ist, was wir hoffen in der Schweiz, dann kommt er hoch, direkt sofort wieder da. Alles wunderbar aus Standby. Wenn es aber Stromausfall gegeben hat, kommt er aus Ruhezustand hoch. Alles wunderbar, da hat einen gespeichert, braucht keinen Strom dafür. Von dem her, wunderbar. Aber hier habe ich den Standby, ich mache nochmal ganz schön einen runterfahren. Gut, ich bräuchte einen Freiwilligen. Wer ist Heimwerkerkönigin? Wer möchte eine Harddisk durchbohren? Richtig, danke. Applaus für Luigi! Max Tor.
Versuchen wir doch mal über DVD zu starten. Das sieht doch schon mal vielversprechend aus. Er meldet jetzt die ganze Windows PE-Umgebung rein. Grafische Umgebung, wunderschön, ca. 150 MB. Gerne sehen, passiert auch beim Windows Deployment Service, Windows Bereitstellungsdienste. Morgen eine Session gleich darüber. Zauberstation für Windows Vista. Sieben Minuten für Backup, sieben Minuten für Wiederherstellung. Normalerweise. Sind aber guter Dinge. So. Da habe ich mich gewundert, dass wir kein Logo reinpflanzen da. Beta-Version habe ich gedacht, okay, kann sein, sie möchten überraschen, aber kam nichts. Langer Mauszeiger, merken wir uns. Okay, jetzt weiter. Weiter, Computerreparaturoption. Betriebssystem haben wir nicht. Entsprechend hier die Auswahl, Systemstartreparatur, prüft er selbstständig, ob Systemstartdateien fehlen oder korrupt sind. Ersetzt diese entsprechend. System in der Herstellung für die Wiederherstellungspunkte. Complete PC Wiederherstellung, das machen wir jetzt als nächstes. Und Windows Speicherdiagnose Tool ist ein uraltes Antivirus-Utility, das haben sie wieder eingebunden. Und das erstellt einen kleinen Speicherbericht beim nächsten Start von Windows. Das heißt, den Bericht sieht man erst, wenn man Windows anschließend dann mal hochfährt. Wenn es denn noch hochfährt. Gut. Complete PC Wiederherstellung. Wir haben gesucht nach Datenträger, externe Harddisk angeschlossen, da kennt sie sofort, da ist eine Sicherung drauf. Ja, die möchten wir gerne wieder haben. Und zwar auf das E vom E her, ich möchte gerne das ganze C formatieren, alles löschen, so wie es vorher war. Okay. Und los geht's. Ab hier wiederum, hoffentlich, wir schauen, 7 Minuten Zeit und das Ding. Wir schauen uns nochmal an. Geht dran, das ist die Programm ein. Das möchten wir nicht mehr. Ereignisanzeige. Hier einfach mal ein bisschen Demos, was da sonst noch so neu wurde von den ganzen Verwaltungstools her gesehen von Vista. Ereignisanzeige, wir haben eine viel sauberere Übersicht über die Ereignisse, die es gibt auf einem System. Wir haben die Möglichkeit, ein Abo von Ereignisanträgen zu generieren von anderen Computern. Das heißt, ich könnte sagen, ich möchte gerne alle Ereignisse zentral auf diesem Computer zusammenfassen. Und zwar alles, was irgendwie kritische Fehler und Fehler sind von dem und dem und dem Computer.
Minimum. Ich bin im Minimum. Gut. Und eines der besten Features finde ich die Benachrichtigung. Ich kann mich per E-Mail, per Message etc. benachrichtigen lassen, sobald eine gewisse Ereignis-ID auftritt oder überhaupt ein Fehler, ein kritischer Fehler etc. auftritt. Ganz tolle Sache. Gut, Ereignisanzeige, Showtime. Gibt es nichts Schöneres, lass es mal starten. So sieht's aus. Wird erstmal alles ein bisschen noch ausgelesen. Und wir haben hier eine Übersicht, wie viele Fehler es in den letzten 24 Stunden, in den letzten 7 Tagen gab. Ich kann es auch anklicken, sehe dann entsprechend auch alles, was da passiert ist. Haben wir immer noch die klassische Ansicht über die Windows-Protokolle, die Systemprotokoll. Einfach jetzt neu, mit der Möglichkeit gleich hier umzusehen, was die Details von diesem Eintrag sind. Schön ist ja noch, unter Details kann man noch eine schöne XML-Ansicht produzieren lassen, sehr sinnvoll, denke ich. Früher hat es doch geheißen, ja, nicht angezeigte Ansicht, sondern freundliche Ansicht. Die sahen einfach so aus. Freundlich, oder? Also im Prinzip die freundliche XML-Ansicht, so hätte es mal am besten nennen können, aber naja. Gut. Hier die ganzen Abonnemente, die ich von anderen Computern entsprechend im Dienst starte, wo mich dann auch fragt, Abonnemente verwalten kann und sagen kann, ich möchte gerne die und die Ereignisse zentralisiert auf diesem Rechner sammeln. Die ganze Geschichte mit den Aufgaben, die geplant werden können aufgrund eines Ereignisses, das läuft alles komplett über die Aufgabenplanung. Und Aufgabenplanung ist nicht mehr einfach so eine Systemsteuerung, so beiläufig ein kleines Tool, sondern es ist richtig erwachsen geworden. Und alles, was Microsoft Windows Vista im Hintergrund regelmäßig ausführt, läuft neu über die ganze Aufgabenplanungskonfiguration des AMMC. Wir haben hier schon ziemlich viele Dinge drin von Microsoft selbst, die geplant sind. Und ich kann natürlich hier auch eine einfache Aufgabe, wüsste nicht, wir sind Geeks, wir möchten gerne eine Aufgabe erstellen, erwachsen. Gut, klicken wir das mal an. Hier die Möglichkeit, erstmal Namen geben etc. Trigger setzen. Trigger, sehr spannend, das sind die Auslöser, die eine Aktion anschließend dann auslösen werden. Und einer dieser Trigger kann zum Beispiel auch sein, nicht nur nach einem Zeitplan, wie wir es vielleicht sonst so kennen, sondern eben neu auch bei einem Ereignis. Schön versteckt. Dann kann ich sagen, ich möchte gerne, wenn ein Ereignis in diesem und diesem Protokoll auftritt, mit dieser Ereignis-ID irgendwas machen. Es geht noch weiter, ich kann das Ganze auch benutzerdefiniert machen. Neue Ereignisfilter. Ich kann auch mit der Ereignisanzeige Filter erstellen, so Filterordner, wo dann alles abgelegt wird. Wir sagen kritische Fehler. Fehler. Aus welchen Protokollen? Ich möchte gerne aus allen Windows-Protokollen, die es gibt, kritische Fehler und Fehler als Trigger setzen. Ich könnte auch mehrere Trigger hinzufügen und entsprechend diesen Trigger dann Aktionen hervorrufen. Aktionen wie zum Beispiel Programm starten, E-Mail senden, Meldung anzeigen. Also wirklich das komplette Programm. Wenn ich E-Mail senden klicke, kann ich eben SMTP angeben. Komplett mit Anhängen, allem drum und dran. Nichts von wegen, ja, vielleicht irgendwo noch konfiguriert oder einen lokalen SMTP-Dienst auf diesem Server. Nee, geht gleich direkt in Konfiguration. Also da die Aufgabenplanung wirklich lässt fast keine Wünsche mehr offen, was da möglich ist. Jetzt mal schauen, wie weit das der ist. Der ist immer noch schön dabei. Ja, fast fertig. Gut. Also die Aufgabenplanung. Dann noch die Leistungs- und Zuverlässigkeitsüberwachung. Was ist da alles so möglich? Meine Leistungsüberwachung hat sich eigentlich nicht wirklich viel geändert. Aber die Zuverlässigkeitsüberwachung ist ziemlich cool. Ich denke, ich zeige das am besten auch mal. Leistung und Zuverlässigkeitsüberwachung. Man sieht schon auf den ersten Blick, wir haben Übersicht über CPU, Datenträger, Netzwerk, Speicherleistung. Direkt, da ist es, beim Start. Sehr praktisch. Ich kann auf CPU klicken und sehe dann alles, was auf der CPU momentan gerade läuft. Genau gleich bei Netzwerk, Speicher und so weiter und so fort.
habe ich die Möglichkeit natürlich auch immer noch die Sammlungssätze zu erstellen, das heißt mal eine Baseline aufzuzeichnen und aufgrund dessen dann vielleicht zu entscheiden, brauche ich mehr RAM, mehr Prozessorleistung, dessen der Harddisk etc. Und das Schönste ist dann aber noch die Zuverlässigkeit überwachen, von wegen eben, was hast du gemacht, User? Nix. Naja, dann kannst du sagen, Moment, ich schau mal rein. Du hast an diesem Tag, wo der Fehler aufgetreten ist, irgendeinen Fehler gehabt. Und der Fehler ist Störung beim Herunterfahren. Wurde nicht ordnungsgemäß heruntergefahren. Hast du einfach ausgeschaltet. Die können da nicht mehr einfach sich durchschlafen. Gut, der Index ist einfach so ein Microsoft-Wert, der sinkt bei jedem Fehler, der auftritt, je nach Schwierigkeit des Fehlers. Der Index 10 Maximum geht dann ein bisschen nach unten. An Tagen, wo alles sauber läuft und sauber funktioniert, geht er dann ganz konstant, ganz, ganz langsam wieder ein bisschen auf die 10er Marke zu. Das heißt, möglichst hoher Indexzuverlässigkeit ist ein sauberes System. Gut. Schauen wir mal nach drüben, wie das ist. Ah! Vista! Complete Easy Backup. Direkter Neustartenschluss. Alles ist da. Inklusive Daten, Augen. Man kann das auch auf einem anderen Rechner wieder herstellen. Wenn er baumreich ist und keine erneute Aktivierung erforderlich macht. So habe ich zum Beispiel auch die Speaker-Computer hier geklont. Nee, das nicht. Zumindest nicht bei dieser alten Hardware. Gut. Also Leistungsüberwachung zum Thema Verwaltung von Windows Vista. Ich möchte natürlich noch mal auf ein Buch hinweisen. Heute angekommen, 11 Uhr morgens, Erdgeschoss, Buchstand, 10% Rabatt, 39 Franken, könnt ihr das kaufen. Ist extra für Systemadministratoren geschrieben, also hat keine Features drin, die der Tobias heute Morgen erzählt hat, falls er die Sessions besucht hat. Also nicht von wegen Media Center diese ganzen schönen User Features, sondern wirklich die geekigen Features für Administratoren. Schaut es euch an, wenn es euch gefällt. Und danke noch unseren Sponsoren nochmals. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Session. Danke.